Ein peppiges Auto für Individualisten und das Ganze noch praktisch und bezahlbar. Dies war bei Citroën wohl Motivation für den Bau des C4 Cactus. Dass der Cactus anders ist, sieht man auf den ersten Blick. Wo sonst gibt es rundum derart großflächige Airbumps, die vor Remplern und lästigen Parkschäden schützen sollen? Und der 4,16 Meter lange Kompaktwagen setzt auch innen auf Alltagstauglichkeit. Denn obwohl etwas kürzer als ein Golf, fühlt man sich großzügig untergebracht. Viel Raum innen also, nur die Sitze könnten mehr Golfqualität vertragen. Auch punkto Gepäck kann man zufrieden sein, 358 Liter im Normalzustand, 1170 Liter maximal, wobei die Rückbank selbst im Topmodell nur im Ganzen umzulegen ist und überdies keine ebene Ladefläche entsteht. Wie in alten Zeiten, der Tankdeckel ist nur per Zündschlüssel zu öffnen. Eigenwillig und gleichzeitig originell ist das Cockpit, keine Spur von Langeweile, dafür ein großes Display in der Mitte, wo selbst die Klimaanlage drüber zu steuern ist. Es fehlen ein Drehzahlmesser und auch ein Luftausströmer vorne rechts außen. Dafür gibt es reichlich Ablagemöglichkeiten, etwa im großen Handschuhfach oder in den geräumigen Türfächern. Praktisch sind auch die gut zugänglichen USB-Anschlüsse. Citroën spart am Gewicht, das sieht man auch an den hinteren Fenstern, die nur ausstellbar sind. Für das große Panoramadach gibt es, ebenfalls aus Gewichtsgründen, keine schattenspendenden Rollos, dafür ist das Glas getönt. Der weich ausgelegte Cactus lädt eher zu gemütlicher Fahrweise ein, genauso wie der im Testwagen verbaute 82 PS Dreizylinder Benziner, der sich im Schnitt 6,6 Liter auf 100 Kilometer genehmigte. Alles in allem ist der Citroën C4 Cactus eine originelle Alternative mit praktischen Talenten und das zu durchaus günstigen Tarifen. Das Einstiegsmodell Life mit 82 PS Benzinmotor kommt auf 13.990 Euro, wobei hier die Klimaanlage fehlt. Beim Modell Wheel ab 15.940 Euro sind dann Klima, Bluetooth, Freisprecheinrichtung und Lederlenkrad dabei. Im Topmodell Shine ab 17.940 Euro kann man sich dann auch über Features wie Klimaautomatik, Einparkhilfe hinten, Rückfahrkamera und Navi freuen.